Herzlich willkommen aus Ancona zu unserer Balkanreihe. Wir sind jetzt in Ancona am Hafen und warten auf die Fähre nach Igoumenitsa. Nachdem wir über Nacht wieder 1100 Kilometer bis nach Ancona zurückgelegt haben, haben wir 2 Stunden vor offiziellem Check-in-Beginn die Info bekommen, dass sich die Fähre um 4 Stunden verspäten wird. Ja, jetzt stehen wir da und sind da schon eingecheckt und haben uns gedacht, wir warten jetzt hier in erster Reihe am Hafen auf die Fähre. Für den Fall, dass sie früher kommt, können wir auch früher auf die Fähre gehen, was das Ganze ein Stück weit entspannter macht. Auf eine Stadtbesichtigung hatten wir jetzt keine Lust nach einer Nacht, in der wir komplett durchgefahren sind. Ja, wir lassen uns den Abend gerade ausklingen und genießen später den Sonnenuntergang und sitzen derweil hier am Hafenbecken. Guten Morgen aus Griechenland. So, nachdem wir gestern in Igoumenitsa angekommen sind, mit rund 4-5 Stunden Verspätung, bedeutet so gegen 21:30, 22 Uhr lokaler Zeit, müssen wir hier 1 Stunde voraus, haben wir ca. 30 Minuten nördlich von Igoumenitsa übernachtet und starten jetzt rein in unsere Balkantour. Bedeutet, wir werden jetzt von Igoumenitsa aus den Balkan Richtung Norden wieder verlassen, nehmen uns dafür rund 3 Wochen Zeit und wollen dann Ende September zurück sein. Jetzt starten wir rein, gehen einkaufen und fahren im Anschluss rüber nach Albanien. So, keine 2 Minuten später stehen wir an der albanischen Grenze. Ging jetzt relativ schnell. Patti ist mal kurz zum Grenzposten gegangen mit unseren Pässen. Ich hoffe, das geht bei ihr alleine, aber ich denke schon. Und dann fahren wir gleich rüber. Schauen wir. Das erste Land unserer Balkanreise, Albanien. Nicht so angriffsgesprächig, der Dude schon. So, wir sind jetzt aus Griechenland ausgereist, stehen jetzt an der albanischen Grenze. Gut, die Ausreise war easy, ist klar. Und ja, vor uns sind jetzt so 5, 6, 7 Autos, also sollte relativ schnell gehen, denke ich doch. Und starten dann gleich rein in unser erstes Land auf der rechten Adria-Seite, so würde ich sagen. Und unser erstes richtiges Land auf der Balkan-Tour. Griechenland waren wir jetzt nur über Nacht an einem Stellplatz gestanden und starten jetzt direkt rein nach Albanien. Das heißt, erstmal einkaufen gehen. Wir wechseln erstmal kein Geld, weil viele gemeint haben, die wollen ganz gerne Euros. Euros haben die Albaner. Ja, schauen wir.
was out drinking, looking for the next thing. I couldn't really settle down. Always on the run, I didn't want to slow down. But baby, then you came around. Yeah, you came around. No, I So, wir waren jetzt einkaufen in Xamil und die Patrizia hat mit Karte bezahlt. Und dann ist aufgefallen, dass die Beträge ein bisschen voneinander abweichen vom Bon und von der Visa-Quittung. Bisschen. Bisschen ist gut. 26 Euro eingekauft umgerechnet und vorgemerkt sind jetzt 489,64 Euro auf der Karte. Bedeutet, wir fahren jetzt zurück und schauen mal, ob wir das jetzt irgendwie geklärt bekommen im Supermarkt. Herrlich. Oh. Wir haben es gelöst. Die hat eine 5 zu viel davor gemacht, bedeutet 50.000 Leck. Jetzt sind wir irgendwie Leck und Euro Millionäre gefühlt. Jetzt haben wir halt nochmal 500 Euro mehr Parkcash und die Hälfte von den Leck. Mal gucken, dass wir die Lecks klein bekommen. Naja, aber lieber so als irgendwie zurückbuchen, weil ja, was man hat man jetzt, wissen wir, dass es halt auch final gelöst ist. Ne? So, jetzt geht's weiter. Jetzt tun wir zum Stellplatz. So, wir sind jetzt in Borsch angekommen. Hintergrund war, wie so oft, wenn wir in irgendein Land das erste Mal reinfahren, dass wir uns mit der Stellplatzsuche besonders schwer tun. Hier in Albanien hat man 3-4 IO-Länder-Stellplätze angefahren, aber die waren alle überfüllt oder es war gar kein Platz mehr dort oder einfach echt vermüllt und eklig, dreckig, nicht schön. Jetzt sind wir in Borsch. Es ist so, ja, noch im südlichen Teil Albaniens Küste, an einem Sand-Kies-Strand angekommen. Das Meer ist relativ sauber, das Wasser ist noch schön warm. Wir waren ins Baden und sind jetzt alle gut gelaunt und gehen jetzt gleich was essen. Die Drohne jage ich gleich auch nochmal hoch und mache ein paar Drohnenshots und morgen geht es dann weiter Richtung Inland und ein bisschen Richtung Berge, denke ich. Was ist passiert? Ich habe gerade ein Birgi am Meer verloren. So ein Zufluss, da bin ich rumgelaufen, stecken geblieben und hat es dann rausgetrieben und ich bin immer näher gekommen. Jetzt ist mein Urlaubstag. Birkenstock weg, ja. Das ist uns schon in Marokko passiert, jetzt nochmal in Albanien. In Marokko habe ich es in der Wüste liegen lassen. Ja. Und hier habe ich noch ein Birgi. Egal, wir fahren jetzt gleich los Richtung Frescher Rundkurs. Das ist eine Strecke, die so 60-70 Kilometer Offroad-Anteil hat. Das ist, wie schon gesagt, ein Rundkurs im Frescher Nationalpark. Das ist ungefähr 1,5 bis 2 Stunden Transfer dorthin, den wir mal fahren, wenn wir uns dort irgendwie eine wilde Übernachtungsmöglichkeit in irgendeinem Bach oder Fluss suchen, denke ich. Ja. Thank you.
Wir sind jetzt unterwegs auf dem Frescher Rundkurs im Frescher Nationalpark. Wir sind gerade eben gestartet in der Nähe der Stadt Termet. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wir haben gerade mal Reifendruck abgelassen und ja, fahren jetzt die ersten Kilometer auf ja, einfacher Piste, eher ein Schotterweg. Und ich starte jetzt rein, der Track ist ja gut bewertet. Es sind nun 60 Kilometer Offroad, dann kommen wir wieder im Termet raus. Dann könnte man da nochmal einkaufen und tanken. Genau. Wetter ist heute nicht ganz so gut. Wir haben irgendwie knapp über 20 Grad. Es war am Meer super, super windig. Und ja, hier jetzt in der Gegend, in den Bergen, zum Glück relativ windstill. Das macht es deutlich angenehmer. Wir werden hier auch irgendwo in den Bergen heute Nacht übernachten. Es ist rund 30 Kilometer Offroad hinter uns. Wir sind gerade an der Ortschaft Frescher vorbeigefahren. Die Ortschaft liegt echt, die Ortschaft liegt echt isoliert zwischen, isoliert auf einer Piste und ja, man hat mindestens 30, 33 Kilometer Piste, die man auf sich nehmen muss, um in die Ortschaft zu kommen. Besteht aber nur aus ein paar Häusern, also ist nichts los. Es gibt ein Guesthaus, das war es ansonsten. Jetzt fahren wir weiter. Zum Ende der Piste sollen nochmal Thermalbecken kommen, wo eben schwefelhaltiges Wasser, was natürlich warm ist, auf verschiedenen Terrassen laufen soll, wo man eben entsprechend baden kann. Das müsste dann die nächsten 15, 20 Kilometer kommen. Schauen wir uns mal an. Frescher, so heißt der Rundkurs, so heißt auch die Ortschaft, ist benannt nach den beiden Frescher-Brüdern, die wohl ja, relativ viel in Sachen Bildung für Albanien und die Türkei gemacht haben. Bedeutet, wir haben Enzyklopädien und Wörterbücher übersetzt ins Türkische bzw. auch Albanische. Genau. Ja, jetzt haben wir die Piste fertig. Wir haben draußen 20 Grad, sind unterwegs auf 1100 Meter
Wetter ist generell ein bisschen ungemütlich. Wir werden uns heute vermutlich mal einen Campingplatz suchen. Was ist gerade passiert? Wir sind vom anspruchsvollsten Teil des Tracks zurück runtergefahren Richtung Tal, hatten dann schon einen Ford Fiesta mit Reifenpanne gesehen und 2 Kilometer weiter waren 2 Franzosen, ein älteres Ehepaar, die eine Reifenpanne hatten, mitten im Nirgendwo. Wir haben jetzt so 12, 14 Kilometer auf Gravel Road, also auf Schotterstraße mitgenommen. Genau, wir sind jetzt an den Thermalbädern, haben uns dazu entschieden, die hier auszusetzen, weil die nur Französisch gesprochen haben und ansonsten war nichts weiter möglich, konversationstechnisch. Und ich konnte mir und die Party konnten uns die eine oder andere Sache mit herleiten, aber ansonsten war es echt schwer. Und hier sind halt viele Leute und ein paar französische Autos gewesen. Ich denke, das macht es dann einfacher für die weiterzukommen. Genau, wir gehen jetzt gleich mal baden an den Thermalbädern und essen vorher bei einer Kleinigkeit, glaube ich, ne? Ja. Bädern. Schätzungsweise hat das Wasser knapp 30 Grad. Ja, man kann hier reingehen zum Baden, aber man ist jetzt nicht richtig heiß, wie man sich das vorstellt. Schwimmen noch eine Runde und dann fahren wir weiter Richtung Permit. Wir waren jetzt kurz in den Thermalbädern baden und fahren jetzt weiter Richtung Permit. Im Nachhinein ärgern wir uns, dass wir die Drohnen nicht hochgejagt haben im zweiten Teil der Piste, weil das Panorama schon einzigartig war und auch die Piste, beziehungsweise wie die Piste eben in den Hang reingegraben wurde. Aber wir hatten halt schlammig, lehmigen Boden und es hat die ganze Zeit so ausgesehen, als würde gleich richtig was runterkommen vom Himmel. Wir wollten eigentlich nur noch schnell aus den Höhenlagen draußen sein, weil es stark bewölkt war und echt nach Gewitter und viel Regen ausgesehen hat, dann wäre das zur Rutschpartie geworden und das wollten wir vermeiden. Naja. Ja, kurz Bad genommen, Thermalbäder und jetzt schauen wir mal. So, und hungern wir beide. So, wir sind jetzt wieder an den heißen Quellen. Den Thermal Springs, waren jetzt kurz in Permet was essen, haben aufgetankt, haben ein paar Getränke gekauft, ein bisschen was zu essen gekauft und haben dann fort mal den Campingplatz abgecheckt. Der war okay, aber es war halt auch nichts anderes als eine Stellfläche, die eingezäunt war. Deswegen haben wir uns überlegt, wir fahren nochmal zu den Thermal Springs, verbringen hier die Nacht, weil hier die Parkplätze ganz okay sind. Dann stehen wir halt mal auf dem Parkplatz. Wir können aber heute Abend nochmal in die heißen Quellen springen, das machen wir jetzt gleich. Ich denke, jetzt ist auch kaum noch was los. Das heißt, Feierabendbierchen gleich in den heißen Quellen.
So, aufgewacht an den Thermal Springs. Ich habe mal gerade kurz ein kleines schnelles Frühstück gemacht und fahre jetzt weiter Richtung Kuruvoda. Das ist in Zentralalbanien, würde ich sagen, also ziemlich genau in der Mitte. Wir werden Offroad dorthin fahren, da gibt es zwei verschiedene Tracks. Da gibt es zwei verschiedene Tracks, die möglich sind. Ja, schauen wir jetzt gleich mal, welchen von beiden wir auswählen. Und dann werden wir heute nochmal viel Offroad fahren. Morgen nochmal eine gewisse Strecke Offroad fahren, weil das Wetter bis Freitag noch so, ja, soll ich sagen, so, weil das Wetter bis Freitag noch so regnerisch sein soll wie heute und gestern. Das heißt also irgendwie keine Sonne und alles ein bisschen duster. Und ja, das ist der Grund, warum wir dann jetzt eher Fahrtage machen. Und dann, wenn das Wetter mal schöner ist, wenn wir mal irgendwo einen Tag schön stehen, beziehungsweise fahren wir nochmal ins Meer. Anscheinend ist uns ein Fehler passiert beim Formatieren der SD-Karten für die GoPros. Deswegen hat man gerade irgendwie Chaos. Haben jetzt erstmal die SD-Karten leer gemacht. Das bisherige Material gesichert war gar nicht so viel. Und jetzt die SD-Karten nochmal neu formatiert. Jetzt geht's zum Glück. Ansonsten sind wir gerade auf der Hälfte, auf dem Track Richtung Polijan. Allerdings waren die ersten Kilometer jetzt relativ entspanntes Fahren. Ich denke, das wird zu einem späteren Zeitpunkt noch anspruchsvoller, weil sonst hätte man die Hälfte der Strecke für einen Track, für den ca. 8 Stunden angegeben sind. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich gehe davon aus, es wird gleich noch anspruchsvoller. Ja, so ist es. Danke. Weiter geht's auf dem Track. Wir fahren die ganze Zeit mehr oder weniger am Kamm entlang. Die Piste ist mal schottrig, mal lehmig, mal matschig, mal mit Schlaglöchern. Also super abwechslungsreich. Alles in allem lässt sich bis auf ein paar Ausnahmen echt gut fahren hier. Was spannend ist, mal die ganze Zeit Ausblick auf so einen massiven Berg hier rechts. Also panoramatechnisch echt, echt schön. Was auch interessant ist, alle paar Kilometer oder alle 10, 12 Kilometer mitten im Nirgendwo sind einfach ein paar Steinhäuser, die teilweise auch noch bewohnt sind. Und ja, die Bewohner bewirtschaften dort eben auch Tiere etc. pp. Also man ist irgendwie nie alleine, obwohl man echt weit ab vom Schuss ist, wo man mit einem normalen Auto auf keinen Fall hinkommt. Also da braucht man definitiv einen ordentlichen Allradantrieb. Ja, spannend. Also was auch interessant ist, gefühlt überall sind irgendwelche Stromleitungen, die zu diesen kleinen Höfen führen. Ja, zeigt, dass die scheinbar auch dort Strom haben. Das ist teilweise in so abgelegenen Gehöften in den Alpenregionen gar nicht gibt. Ne? Also auch interessant. Ja, weiter geht's.
So, wir fahren weiter Richtung Elbasan. Wollten ursprünglich eigentlich noch einen Track weiter im Süden fahren. Allerdings haben wir uns jetzt gerade mal ein bisschen Gedanken gemacht und durchgerechnet im Kopf, für welches Land und welche Tracks wir wie viele Tage Zeit haben. Und haben uns dann entschieden, jetzt weiter Richtung Zentralalbanien zu fahren, nach Elbasan. Und dort werden wir in den Track einsteigen, der Richtung Tirana weitergeht. Das heißt, wir haben morgen Donnerstag. Dann können wir Donnerstag diesen Track fahren, der ca. 8 Stunden dauern soll. Das heißt, wir fahren den wahrscheinlich 5 bis 6. Und können dann von dort aus weiter in Richtung Einstieg TED. Und für den TED werden wir ja 2 bis 3 Tage brauchen. Und Ziel ist eigentlich, Samstag oder Sonntag aus Albanien rauszufahren und zu Montenegro reinzufahren, sodass wir für Montenegro noch mal eine knappe Woche Zeit haben, um dann Bosnien, Slowenien, Kroatien in einer Woche zu durchqueren, weil wir das nördliche Bosnien bereits schon kennen. Das ist für uns vor allen Dingen Lukomir, falls wir hinfahren, Mostar, vielleicht auch Sarajevo interessant. Genau. So ist die Zeitplanung aktuell. Wir haben jetzt noch 62 Kilometer bis Elbasan und die fahren wir jetzt auf Getäter Straße. Nachdem wir die Piste verlassen haben, auf der wir durchgehend einen Blick auf den Toma hatten, der drittgrößte Berg Albaniens, ist ja immer noch zu sehen, das ist Wahnsinn. Wir sind gerade weiter auf dem Weg nach Elbasan und unterwegs in einem Tal gelegen, sind auch super, super viele Ölbohrtürme oder Ölfördertürme, wie auch immer. Auch spannend zu sehen, dass in Albanien Öl gepumpt wurde oder nach Öl gepumpt wird. So, wir sind jetzt in Elbasan auf dem Campingplatz. Wir hatten vorher gelesen, dass der hier eine Grube hat und haben dann mal kurz unter das Auto schauen wollen, weil ich es sehr gut, weil ich seit ca. 20-30 Kilometern Knacksgeräusch habe. Erst fährt man in der Rechtskurve und erst dann in der Linkskurve, dann knackst vorne irgendwas im Fahrwerk. Die Längsträger, wo diese Buchsen drin sind, vorne mal nachgezogen. Glaube nicht, dass der kam. Ansonsten konnte man es jetzt auch nicht provozieren oder rausfinden, wie so oft bei solchen Knacksgeräuschen. Aber ich würde mal drunter schauen, das haben wir jetzt gemacht. Jetzt werden wir warten, bis es mehr wird und dann irgendwo erkennen, woher es kommt, denke ich. Wenn es überhaupt mehr wird. Ja, Geräusche sind immer irgendwie so ein leidiges Thema. Ich glaube, andere würden es gar nicht hören. Ich höre sowas immer sofort. Jetzt, dass mein Abend ausklingen, war gerade essen. Hier gibt es tolle Toiletten und Duschen. Also war sauber und nicht einfach nur so ein Loch, wo man sein Geschäft reinmachen muss oder kann, darf. Also richtige Klos. Auch mal ganz angenehm. Dann geht es morgen weiter Richtung Nordalbanien und wollen dann morgen Abend oder übermorgen früh in den TED einsteigen, den 2 Tage machen. Dann geht es schon ab nach Montenegro. Der Campingplatz hier ist übrigens super aufgeräumt, sauber und der Besitzer oder Betreiber spricht einwandfreies Deutsch. Sie verkaufen hier selbstgemachten Honig, Eier, also keine selbstgemachten Eier, sondern Eier von Hühnern, die hier überall rumrennen. ist eigentlich ganz lustig. Und ja, also ist ein schönes Ambiente, hier sind auch relativ viele Deutsche. Ist einfach nicht ganz so lieblos, das Ding hier. Das ist schön hier zu sein und man fühlt sich direkt wohl.